Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bauen wir den Pavillon auf. Den haben wir uns bei Thom Baumarkt gekauft. Ja. Das ist kein richtiger Pavillon. Naja, das ist eine Terrassenüberdachung, die auch ans Haus rangeschraubt werden kann, soweit ich weiß. Die fanden wir ganz geil. Wir hätten uns auch eine mit Glas holen können. Da haben wir uns aber gegen entschieden, weil wir die ganz geil aufschieben können. Ja, und sonst ist die auch verdunkelt. Ne? Und die ist verdunkelt. Man hätte sich auch an Geld-Headset nicht gelegen, dass wir eine aus Glas kaufen könnten. Also wir hätten auch gekönnt, aber wir haben uns für die entschieden, weil wir die schon immer geil fanden. Deswegen bauen wir die jetzt auf. Und falls euch das Video gefällt, denkt dran, Daumen hoch und abonniert uns. Bis dann. Ich fasse es nicht. Eine Anleitung? Das ist der richtige Karton. Ich dachte, ich muss alle aufmachen. Ach so. Mega. Werkzeug ist dabei. Werkzeug auch? Alles dabei. Das wird bestimmt sehr aufregend. Cool. Du kriegst bestimmt wieder 20 Wutanfälle. Step 1. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, okay? Warte, wie viele Steps gibt's? 50? 19, aber das gibt noch 21. Na super. 23. 24. Okay. Mega. Ganz der Profi. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Aber was wird? Was wird? Freuen uns. Hätten Sie mir jetzt noch gesagt, in welchem Karton das ist? Aber ich tendiere. Was brauchen wir denn als erstes? Die Beine oder was? Ja, könnte ich mir da drin vorstellen. So, die letzte Ecke. Und dann steht das schon mal auf 5 Beinen, das Ding fest. Das war eine Katastrophe, wir waren nur zu zweit. Ja, die erste Seite hier, die da oben, das war sehr lustig. Ist uns fast alles zusammengebrochen. Aber ja. Wir haben es tatsächlich sogar geschafft. Ja, wir wollten eigentlich Nachbarn fragen, aber die sind nicht da. Ob die uns helfen können kurz. Ich habe mir gedacht, ich gucke mir meinen Arm wieder aus. Ich war kurz davor. Oh Gott. Das war schon... Ja. War es nicht egal. Wir haben's. Das Schwierigste haben wir jetzt, glaube ich, ne? Oder? Hoffentlich war das das Schwierigste. Ah ja, das Ding ist übrigens vom Thom Baumarkt. Das ist keine Kooperation, die wollten nicht, die Wichser. Du hast nicht mal nachgefragt, oder? Ja. Also wir haben alle Baumärkte angefragt. Ja. Habt ihr nicht? Ja, Kooperation wollen? Kooperation wollen, wir nehmen deren Produkte. Aha. Die geben halt... Prozente oder so. Günstiger den Scheiß. Juckt nicht. Haben alle abgelehnt? Die haben alle nicht mehr geantwortet, die Wichser. Ach so. Die Ausschau hat alle angeschrieben, alle. Ja, wahrscheinlich noch zu klein. Oder allgemein machen die das nicht. Ja, so eine TikTok-Affen nehmen sie. Ehrlich? Ja. Sieht sehr gut aus. So, wir räumen jetzt so ein bisschen auf. Weil es eigentlich schon 8 Uhr ist. Ja. Reicht das für heute? Ja, wir müssen auch noch einkaufen und so. Und ja, das Grundgerüst steht jetzt schon. Umkippen tut es jetzt nicht mehr. Morgen machen wir dann den Rest nochmal fertig, so das Dach und so. Und ja, dann nehmen wir euch morgen auf jeden Fall wieder mit. Nächster Tag. Wir sind jetzt hier weiter am Pavillon. Terrassenüberdachung aufbauen. Also, theoretisch sollen dort zwei Löcher sein. Jo. Die sind ja drin. Da sind aber keine zwei Löcher. Und da sollten welche sein. Genauso wie hier kein Loch ist und da auch kein Loch ist. Von da drin oder was? Ja, und man sollte theoretisch, wie du hier siehst, diese Klappe. Ja.
dagegen schrauben, aber... Ohne Loch geht das nicht, ne? Also kannst du es nur auf einer Seite machen, oder was? Ja. Ist das schlimm? Selber nachbohren. Okay. Ich stehe noch nicht so, ob ich das festschrauben soll. Hm. Wir hatten das ja auch schon bei einem anderen Teil, dass da irgendwas falsch war, ne? Wir schauen mal. Also für jemand, der komplett unfähig ist, sowas zu bauen, ist das sehr schwierig, wenn da was falsch ist. Was wird? Was wird? Wir freuen uns. Deswegen sind jetzt Nummer 10 und Nummer 11 auch getauscht worden. Ja. Weil sonst hätte man das nicht zusammenschrauben können. Eigentlich sollte das andersrum laut Plan, aber ohne Löcher geht das halt nicht. Ja. Wir haben hier ja einen handwerklich begabten, gelernten Tischler, ne? Also, der macht das schon. So, das ist jetzt der letzte. Und geht das? Wow. Dickes Danke nochmal an Thom Baumarkt für dieses tolle Produkt. So, jetzt ist das endlich angebohrt. Auch wenn der mittlere hier richtig rumgezickt hat. Na, was sagen wir? Glasschraube, Alter. Ach so, oben noch da, ne? Stimmt. Nee, das passt. Nee. Passt das nicht? Passt nicht. Oh Gott. Und hier, damit ihr einmal seht, so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Wichtig war mir, dass die Terrasse nicht komplett überdacht ist. Dass man ja so ein bisschen Platz hier vorne noch hat, wo es auch drauf regnen kann, wenn man hier noch ein paar Blumentöpfe raufstellt. Und Hauptsache, man sitzt im Trocknen, wenn es regnet, unter den, ja, also wenn die Lounge steht, dass man auch die, halt, ne? Sonne. Ja, dass man halt die Polster drauf lassen kann. Wenn man Bock hat, kann man das Ganze ja aufschieben. Und ja, hier soll nachher der Grill hin, der sollte natürlich auch nicht überdacht sein. Daher haben wir uns dafür entschieden, dass das nur teils überdacht ist. Das Ganze kann man easy mit diesem tollen Stäbchen da an diesen Punkten jeweils nach hinten ziehen und dann das Ganze nach hinten schieben zur letzten. Die letzte ist nicht bewegbar. Und damit ihr das nochmal seht, so soll das Ganze am Schluss hier aussehen. Habe ich nur mal grob hingelegt. Ja Leute, das war's mit dem Video. Das Ding steht jetzt. Heute gab's noch viele Zäune, die wir gekriegt haben. Ja, das die zeigen können wir euch dann gleich nochmal kurz zeigen. Und sonst geht's halt für uns bis morgen weiter mit den Steinsätzen. Da kommen die Handwerker wieder und wir werden das Stück Zaun weitermachen. Leider fehlt ein Pfosten. Der kommt nächste Woche. Also für uns nächste Woche, für euch nicht. Ich lade immer so regelmäßig hoch. Und dann wird erst der Zaun hier fertiggestellt, dann kommen auf den Elfstein die Zäune, dann an der Straße, das Tor und Co. Das zeige ich einmal jetzt kurz und dann... Ja, noch einiges zu tun, ne? Also das Ding ist übrigens scheiße aufzubauen. und war ja natürlich auch mega geil, dass das nicht gebohrt war. Also ja. War super. Egal, wir schauen uns das mal an. Hat auch nicht alles immer so gepasst, ne? Aber wir haben es jetzt hingekriegt. Hier kommt dann der Gabionszaun hin weiter. Einmal mit Steinen noch und einmal mit diesem Plastik drinne. Leider hatte ich nur einen geliefert gekriegt. Das war ein ja, Missverständnis von, wie soll ich das sagen? Haben die halt nicht ganz verstanden, so wie ich das haben wollte. Auf jeden Fall fehlt einer, deswegen kriegen wir das ganze Stück hier noch nicht zu. Erst nächste Woche kriegen wir den neuen Pfosten. Aber wir werden morgen, das heißt im nächsten Video für euch, schon mal den Pfosten einbauen, damit wir hier das zukriegen ein Stückchen. Dann fehlt halt noch ein bisschen was. Dann kommt hier überall drauf noch ein 1-Meter-Zaun. Den seht ihr dort einmal, das ist der Zaun, der hier raufkommt. Der ist halt nur 1 Meter hoch. Ja, gibt halt nichts viel zu sagen. Der wird dran geschraubt, einfach nur. Es gibt so ein Profil, wie meine Hand jetzt so drum geschlungen ist. Und dann gibt es hier so eine Hülse, wo der Zaun reinkommt und das Ganze wird dann so festgebohrt. Das werden wir mit dem machen. Dann seht ihr da schon unsere Zauntore und normalen Eingang. Also wir haben einmal ein Tor für die Einfahrt, Sarah räumt gerade auf, und einmal für den anderen Weg noch einen normalen Eingang.
Das kommt da vorne hin alles. Und dann, ja, was soll ich sagen? Die anderen Zäune sind beim Nachbarn. Also noch ein Haus weiter, weil wir hier keinen Platz haben. Weil morgen wird auch die Fläche weiter gemacht. Und diese Woche soll auch die ganzen restlichen Arbeiten hier fertig werden. Das heißt, wird einmal alles abgerüttelt, die Betonkante kommt und. Und ja, dann werden noch einzelne Steine hier aus der Fläche ausgetauscht, die nicht so hübsch sind. Und so weiter und so fort. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Und bis dahin, Leute, macht es gut. Ciao. Und ciao.